Einen wunderschönen guten Tag, Performance Law Friends. Victor ist gepackt. Und jetzt geht's ab nach Ulm. Ja, Performance Law Friends, wir sind jetzt hier in Ulm angekommen. Und dieses Projekt würde ich eher als klein und fein betiteln. Also es ist jetzt nicht so das, was man aus unseren anderen Filmen kennt, wo Mods die Monstergaragen sind, die Doppelgaragen mit 40, 50 Quadratmeter und noch größer, sondern wirklich klein und fein, weil es geht hauptsächlich nämlich um dieses Gefährt hier. Das ist sein Schmuckstück und er hat gesagt, hey, ich möchte, dass mein Schmuckstück gut schläft, gut dasteht und er möchte sich einfach nur freuen jedes Mal, wenn er seine dafür gebaute Gartenhütte, Garage aufmacht, möchte er sich daran erfreuen, dass das schön dasteht. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz rein, wie das Ganze jetzt aussieht momentan. Aber man muss auch sagen, für so einen kleinen Raum, wo du gesagt hast, klein, oho, ein mordsmäßig geiles, großes Logo. Ja, also wir haben hier das Harley Davidson Logo in Schwarz und in Grau-Alu, weil wir haben hier, wenn man die Decke hochguckt, Grau-Aluminium hat er das gestrichen und Schwarz. Das heißt, dass es dann im Boden und mit der Decke zusammenpasst, hat man das so gemacht. Die Harley steht dann hier und wie gesagt, also der hat das extra für seine Harley gemacht. Und hat auch noch zwei andere Gefährte, die dann auch nur hier reinkommen. Aber wie gesagt, klein und fein, so muss das sein. Und wir fangen jetzt tatsächlich an. Ja. Tatsächlich? Tatsächlich, ja. Willst du vielleicht noch was sagen zur Trittschale oder so? Ja, stimmt. Also oder bei der Floor, Entschuldigung, gut, dass du mich erinnerst. Ja. Bei der Floor ist es ja so, die hat ja praktisch unten drunter so ein Gittersystem. Und dadurch haben wir dann diese Klangkörper drin. Deswegen gibt es da gerne mal einen Trittschall. Also macht man eine Trittschall. Dämmung rein. Das hat er nämlich gemacht. Ja. Das heißt, die Trittschalldämmung, dann hört man das nicht mehr so arg. Sollte man aber dazu sagen, braucht man eigentlich bloß bei der geschlossenen Variante. Bei Race oder Race Flats ist es nicht nötig. Was braucht man dazu? Er redet wieder Hochdeutsch. So süß. Okay, gut. Also, fangen wir an. Ja. Ja. Mhm. Ja. Und privat sonst? Gut, ja. Du, das geht dich eigentlich gar nichts an, gell? Ja, okay. Und schreibe ich mir dann. Jetzt ist auch gut hier, gell? Sitzt, passt und hat Luft. Ja, super! Gell, spitzenmäßig. Wo ist die Bremsspur? Da ist die Bremsspur. Ich habe meine Haare aufgeopfert, dass das Mikro verwendet so ist. Ich bin schon ganz weiß geworden. Ja. Aber du hast da was. Bei mir muss aus, wenn wir einfach wegkriegen. Was bin ich? Ich weiß es nicht. Ein Deo-Roller. Mach nochmal den Deo-Roller, bring ihn nochmal vor. Viele von euch fragen sich jetzt, ja, aber Moment, hey, wieso macht er jetzt in seine Garage die Floor rein? Die sagen doch immer die Race oder die Race Flat. Völlig richtig, haben wir ihm auch gesagt. Er wollte aber unbedingt die Floor haben und wir können nur unsere Meinung, unsere Erfahrung, our experience, können wir da nur reinbringen. Aber was die Leute letztendlich draus machen, das ist denen ihr Bier, sagt man bei uns. Also das ist dann praktisch nicht unser Problem. Aber jetzt hier in diesem Fall, wir haben einen kleinen Raum, wir haben keine große Fläche, das heißt die Expansion hält sich in Grenzen. Wir haben hier auch nicht irgendwas, was jeden Tag rein und raus gefahren wird bei Wind und Wetter, sondern die Harley, die wird ja nur gefahren bei schönem Wetter. Von dem her ist das dann hier in dem Fall kein Problem. Aber liebe Leute, denkt dran, wenn ihr eine Garage habt, eine Doppelgarage, bitte macht die Race oder die Race Flat rein. Wenn wir schon dabei sind, da jetzt drüber zu reden, dann spoilere ich jetzt einfach mal ein bisschen. Und zwar gerade unsere Race. Wenn ihr Garagen baut, nehmt einfach die Race. Die Race ist das günstigste Modell von uns und gleichzeitig hat es das beste Verbindungssystem, die Pro 48 nämlich. Also mit der Race macht ihr wirklich gar nichts falsch. Das ist ja auch, viele denken jetzt, oh, ich will aber nicht das günstigste. Moment,
Das ist unser Bestseller. Daher haben wir da viel größere Menge zum Produzieren und können dadurch den Preis auch etwas günstiger machen. Ja? Ja. Von dem her nicht gleich, also günstig ist da nicht gleich schlecht, um Gottes Willen. Ja, gut. Ja, Performance Law Franz, wir sind jetzt fertig. Ich würde sagen, ein Halleluja. Die Harley-Garage ist somit gepimpt und fertig. Und ist jetzt auch nicht mehr eine bodenlose Frechheit, sondern die bodenhafte Freshheit. Wir haben jetzt hier, ganz kurz nochmal zur Erklärung, wir haben hier einen Floor eingebaut, weil A ist nicht groß, B ist da eine Halle drin, die nicht bei Regenwetter, bei Schmutzwetter, bei Winters gefahren wird, sondern nur im Sommer bei schönem Wetter. Das heißt, auch da haben wir mit dem Schmutz kein Problem. Und zum anderen, weil es so klein ist, haben wir auch mit der Ausdehnung weniger Probleme. Das heißt, hier haben wir die Floor verbaut, in der Mitte schön groß das Harley-Davidson-Logo. Und ja, soweit ist jetzt alles fertig. Den Fuge haben wir auch, statt 3 haben wir nur 2 cm gemacht. Genau, aber trotzdem den Fuge. Also ja. Trotz, dass es eine kleine Fläche ist, haben wir trotzdem auf jeden Fall 2 cm den Fuge gelassen. Mhm. Genau. Unausweichlich, bei der Floor sowieso, die expandiert nochmal mehr wie die Race oder die Race Flat. Das heißt, jetzt gibt es noch ein paar geile Bilder und dann verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche mit einem Blick zum perfekten Auftritt. Ciao. Ach ja, eins noch. Für all diejenigen unter euch, die sich jetzt fragen, ja, aber diese Dehnfuge, weiß auch nicht. Wir haben jetzt hier mit dem Kunden besprochen, dass wir das so machen oder er das im Nachhinein noch macht. Er tut jetzt ein LED-Band nehmen, legt es drunter, dann ist es ja praktisch unterhalb vom Boden und dann kommt ein L-Profil. Aus Alu und Alu-Sockelprofil kommt dann noch hin, das aber absteht vom Boden. Das heißt, das Profil ist dann so, geht die Wand hoch und hier drunten liegt das LED-Band. Das heißt, man sieht die Dehnfuge nicht und zum anderen hat man dann noch unten drunter diesen Sockel beleuchtet. Kommt mega geil und jetzt, ciao.